So Leute, willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wir sammeln in diesem Part ein paar Sternmünzen ein, die wir im Verlauf des Spiels nicht eingesammelt haben. Sei es jetzt vor einem Jahr, als ich es das erste Mal gespielt habe, blind Let's Played habe auch, oder sei es halt, als ich es wieder aufgenommen habe als Let's Play und einfach nicht gefunden habe. Auf jeden Fall müssen wir die Sternmünzen, beziehungsweise was heißt hier müssen wir? Ich will die Sternmünzen einsammeln und die erste, nicht die erste, sondern eine der Sternmünzen, die ich nicht gefunden habe, befindet sich hier in diesem Level. So. Und ich würde eigentlich auch ganz gerne hier den blauen Panzer mitnehmen, wenn es denn möglich wäre. So, komm. Nee, natürlich nicht. Moment. Ich lasse mich umbringen. Ne, Moment. Ja, hier war der Speicherpunkt, sehr schön. Ich lasse mich umbringen, weil ich doch gerne den blauen Panzer mitnehmen würde. Jetzt sollten wir eigentlich wieder dort beim Mittelpunkt auftauchen, oder? Oder. Jupp, das tun wir, sehr schön. So, versuchen wir es nochmal. So. Ne. Okay, dann Return to Map. Yes. Und wir gehen gleich nochmal rein ins Level. Jetzt sollten wir wieder, da wir hier gestorben sind einmal und schon auch beim Mittelpunkt erschienen sind, tauchen wir jetzt, wenn wir Return to Map und dann halt wieder reingehen, machen wieder hier beim Mittelpunkt auf. Gut, wieder nicht bekommen, gehen wir nochmal zurück und ich mache das jetzt einfach so lange, bis ich den blauen Panzer habe. Also bis dann jetzt, bald mal. So, da ist doch das gute Stück, nämlich der blaue Panzer, den ich haben wollte. Und ich könnte jetzt auch ruhig mal hochschwimmen zu ihm. Sehr schön, mit dem blauen Panzer sind wir hier viel schneller unterwegs, aber das ist eigentlich nicht der Grund, wieso ich ihn haben will. Obwohl, ja, ist eigentlich ganz cool, dass wir hier schneller unterwegs sind. Aber nicht so wichtig. Hier drin ist auf jeden Fall die erste Stern, also die Sternmünze, die wir vergessen haben. Holen wir die und gehen auch gleich raus. Und jetzt würde ich auch gerne den blauen Panzer bis zum Ende des Levels behalten. Denn das wäre doch ziemlich knorke, finde ich. Oh, knorke. Gut, wir überspringen einfach alles, schwimmen hier durch. Haben wir ja schon gesehen, beziehungsweise ihr habt es nicht gesehen, falls ihr euch das Let's Play bis jetzt nicht angesehen habt. Aber ich kenne das schon und ich will hier einfach mit dem blauen Panzer raus. Und wieso ich das will, das werdet ihr noch früh genug sehen. So, wir haben das Level geschafft, sehr schön. Und jetzt können wir ins nächste Level gehen, nämlich in das, denn hier fehlt eine Sternmünze, aber ich gehe vorher hier in dieses Level, denn hier brauchen wir halt auch den blauen Panzer. So, genau für dieses Level habe ich mir den blauen Panzer nämlich aufgehoben. Ach Mist, so jetzt geht's. Jetzt kann ich hier. Ach. Gut, jetzt kann ich hier rauf. Also komm, Luigi, jetzt bitte. So, hier rauf schlittern. Und damit spare ich eine Menge Zeit. Jo. So, wir holen uns als erstes den geheimen Ausgang, oder? Nee, nicht den geheimen Ausgang, sondern als erstes hole ich mir die letzte Sternmünze und dann können wir uns eigentlich auch hier den geheimen Ausgang holen. So, hier erstmal runter, so, lalalala. Und hier den Schalter, den Schalter betätigen, so. Und jetzt hier raufspringen, zur Tür gelangen und dort in die Tür reinhuschen. Sehr schön, haben wir das geschafft. Und jetzt einfach mit dem Panzer durchrushen, so. Yeah, voll cool, yeah. Kürbis, du bist tot, du auch. So, und hier brauchen wir nämlich den Panzer, um uns hier den Weg frei zu sprengen. Und hier ist dann die Sternmünze. Sehr schön, damit haben wir die dritte Sternmünze. Und können eigentlich auch gleich wieder raus aus dem Level, was ich jetzt auch gerade tun werde. So, raus da. Und sehr schön, damit haben wir dieses Level auch absolviert. Und jetzt könnten wir uns eigentlich auch den geheimen Ausgang holen, oder? Wollen wir das? Ne, Moment, ich mache noch etwas kurz vorher. Oder mache ich das jetzt? Ne, wir holen uns jetzt erstmal hier den geheimen Ausgang. Beziehungsweise hoffentlich gelingt uns das auch, weil so einfach ist das nicht. Ist schon ein bisschen tricky, auch nicht wirklich schwer. Aber nun ja, ist halt nicht das Einfachste der Welt, sondern das Dritteinfachste, genau. So, jetzt wieder hier die Dings da machen. Hier kennen wir ja schon. Hier nochmal den Schalter betätigen. Ja, ist egal, wenn wir etwas zu früh drauf gedrückt haben. Wir werden es nicht schaffen. Oder?
Komm, nee, wir haben es nicht geschafft, schade. Gut, dann drücken wir nochmal drauf. So, komm. Ach, jetzt haben wir die Plattform verpasst. Nun gut, kann nicht alles klappen, liegt alles am Vorführeffekt. So, jetzt haben wir es geschafft, sehr schön. Jetzt drücken wir hier drauf. Also, jetzt drücken wir hier drauf. So, und jetzt müssen wir ganz schnell zu der Tür gelangen. Beziehungsweise, ihr wisst vielleicht gar nicht, wo die Tür ist. Ich weiß es nämlich. Nämlich, hier war sie. Ihr habt sie gerade gesehen, wie sie verschwunden ist. Gut, wir haben den blauen Panzer verloren. Ist auch nicht so schlimm. Für den geheimen Ausgang ist er sowieso nicht brauchbar. Da kommt man auch viel schneller voran, wenn man den nicht hat. Also machen wir es nochmal ohne blauen Panzer. So, Moment. Hier drauf und jetzt hinsprinten. Und dann sollte es eigentlich auch klappen. So, komm. Nein, ich habe wieder Zeit verschwendet. Ach, das reicht natürlich nicht. Ach, versuchen wir es nochmal. Wir haben ja Zeit. Ja, wir haben Zeit, genügend Zeit. So, hier nochmal runter. Yeah. Und wir drücken gleich nochmal den Schalter hier. Springen drauf und bla bla bla. Das kennen wir ja schon so. Jetzt bitte nichts falsch machen. So, ach, wieder falsch gemacht. Okay, reicht es trotzdem? Ja, sehr schön, es reicht sogar noch. Das war knapp, aber wir haben es geschafft. Hier ist der geheime Ausgang. Sehr schön. So, wir haben keinen One-Up bekommen. Nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben es geschafft. Ausgezeichnet, Luigi. Gut gemacht. Wir haben den blauen Panzer verloren, aber ja. Nicht so schlimm. Wir könnten ihn zwar noch einige Male gebrauchen, aber ja. Erstmal brauche ich ihn nicht mehr. Und gehen wir mal hier rein, denn hier fehlt uns nämlich auch noch eine Sternmünze. Und um die anderen geheimen Ausgänge kümmere ich mich dann irgendwann mal später, wenn ich Lust habe. Erstmal sammle ich alle geheimen Sternmünzen ein, die wir noch nicht haben. Und die eine ist hier, die konnte man bei einem Durchlauf nicht holen, denn man musste sich an einer Stelle, nämlich an dieser Stelle, entscheiden zwischen der Tür links und dieser Tür rechts. Wenn man die Tür rechts nimmt, dann kommt man halt zu der dritten Sternmünze. Wenn man die Tür links nimmt, dann kommt man, glaube ich, zu einer anderen Sternmünze. So, wir haben es etwas vermasselt, aber nicht weiter schlimm. Wir brauchen die Teile dort, die roten Blöcke nicht, denn wir können hier auch diesen Koopa nutzen, um hier rauf zu gelangen. Sehr schön. Wir holen uns die Sternmünze, gehen hier rein und bekämpfen hier dann mal Bowser Jr. Aber vorher... Ach, genau, ich bin hier auf der hinteren Seite, stimmt ja. So, vorher holen wir uns hier noch hier die Feuerblume, damit wir Bowser Jr. schön rösten können. Hallo Bowser Jr. Och, ich mache aus dir ein schönes Süppchen. Schildkrötensuppe. Mm, yum, 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 yum. Das hatten wir ja schon mal. Und alle haben gesagt, Schildkrötensuppe ist ja eklig. Für euch ist es vielleicht eklig, aber Luigi isst sehr gerne Schildkrötensuppe. Gut, haben wir hier die Münze auch geholt. Jetzt hat es hier wohl noch einen geheimen Ausgang. Den werde ich jetzt aber nicht suchen, sondern ich suche mir ein paar Sternmünzen in der ersten Welt. Obwohl, hier haben wir alles Sternmünzen. Sehr schön, dann suche ich mir ein paar Sternmünzen in der zweiten Welt. Nämlich, welche könnte ich nehmen? Ach, hier ist eine Sternmünze, aber vorher hole ich mir hier den geheimen Ausgang, wenn ich ihn denn finde. Aber ich bin doch ziemlich zuversichtlich, dass ich den finden werde. Gut, wir bekommen erstmal eine Feuerblume wieder, das ist super. Und ist es ein... Ne, ist kein Unterwasserlevel. Ach, okay, gut, ich weiß auch schon, wo der geheime Ausgang ist. Wir haben ihn beim ersten Mal schon gefunden eigentlich. Aber ich habe dann doch den normalen Ausgang genommen, weil ich es halt wollte. Ne, weil, glaube ich, beim normalen Ausgang war dann halt auch die dritte Sternmünze da. So, wir können hier ohne Probleme durchrushen, denn, ja, ich kenne das alles schon. Ihr kennt es wahrscheinlich auch, wenn ihr das Let's Play gesehen habt oder wenn ihr das Spiel selbst gespielt habt. Und deswegen müssen wir uns hier nicht um die ganzen Münzboxen und so weiter kümmern, sondern betätigen... Oh, Mist, hier den Schalter. Ich habe es etwas vermasselt. Mal schauen, ob es trotzdem noch klappt. Ne, das klappt niemals. Okay, wir warten nochmal. So. Ne, ach Mist. So, nochmal runter. Hier.
und hier drauf drücken, sehr schön, und jetzt hier, ja, sehr schön, jetzt klappt es, gut, 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 jetzt hier rauf schwimmen und schnell hier nach links und hier den Schalter drauf drücken und dann hier schnell nach oben und hier rein, sehr, sehr, sehr schön. Hier haben wir schon den geheimen Ausgang, supi dupi ist das, und jetzt kommen wir ins andere Level dort, also das Level, was dort halt ist. Ist es ein Unterwasserlevel? Ich glaube schon, oder? Ah ja. Wieso wollte ich überhaupt in dieses Level rein? Keine Ahnung. Nun gut, hoffentlich sind die Sternmünzen nicht allzu schwer versteckt. Ach, es ist gar kein Unterwasserlevel. Sehr schön. Sondern, ach, ja genau, an dieses Level erinnere ich mich. Ist auch nicht so schwer. So, Moment, wir müssen einfach nur auf den Fisch aufpassen. So, komm. Spring. Ach, Mist, jetzt lasse ich mich vom Koopa treffen. Na gut, nicht so schlimm. Hier die Sternmünze holen und treffen lassen, obwohl das nicht obligatorisch war. Trotzdem können wir das machen. Moment, holen wir die Feuerblume. So, und springen wieder ab. Sehr, sehr, sehr toll ist das. Gut. Und hier sollte... Ja genau, hier ist das Teil wieder, diese sprungfederartige Konstruktion. So, und hier ist sie nochmal. Moment, nur kurz. Kennt ihr das, wenn man einmal angefangen hat zu niesen, kann man nicht aufhören. Und so habe ich gerade knapp eine Minute lang ins Mikrofon geniest. Ja, sehr, sehr toll. Ich wollte euch das natürlich nicht antun, deswegen habe ich das die Aufnahme kurz pausiert. So, wir machen gleich weiter. Oh, nee, Fischi, du erwischst mich nicht, wollte ich gerade sagen. Gut, hat er mich doch erwischt, nicht so schlimm. So, komm, der Koopa ist auch weg. Und wo sind jetzt endlich die Sternmünzen? Ah, hier ist eine, sehr schön, die holen wir uns. Und wir holen uns gleich den geheimen Ausgang, genau. Und noch die dritte Sternmünze, ja, das passt auch, sehr schön. So, wir holen uns den geheimen Ausgang hier, indem wir halt mit dem Koopa hier in die eine Röhre gesprungen sind. Ihr habt es ja gerade gesehen. Und damit haben wir den geheimen Ausgang gefunden, ausgezeichnet. Und wie es aussieht, haben wir das Level mit einer Schnapszeit beendet. Gut, wir holen uns noch den normalen Ausgang. Aber da ihr das Level jetzt sowieso gesehen habt, spiele ich kurz bis zum Ende und dann sehen wir uns am Ende wieder. Gut, hier sind wir wieder irgendwo am Ende. Moment, so, jetzt kann ich mich auch wieder bewegen, sehr schön. Und jetzt können wir hier... Kommt der Fisch noch? Nee, er kommt nicht. Gut, hier können wir durch die grüne Röhre durch, um den normalen Ausgang zu finden. So. Gut. Nee, hier ist nichts mehr. Okay, komm, das Leben will ich jetzt aber. So, rüber und... Das sollte reichen. Oder? Komm, das reicht, um ein One-Up zu bekommen. Nee, natürlich nicht. Schade, schade, schade. Ist ja auch nicht so wichtig, wir haben 2A vollständig geklärt. Sehr schön. Gut. Damit haben wir hier auch alle drei Sternmünzen und holen uns noch in diesem Level alle drei Sternmünzen. Beziehungsweise noch die letzte Sternmünze, die wir noch nicht haben. Oh. Weiß ich überhaupt, wo die ist? Okay, Moment, ich rush hier einfach mal am Anfang durch, da wir die ersten zwei sowieso haben und ich sie somit noch... Ah doch, ich weiß, wo sie ist, genau. Ich weiß es. Komm, hier runter. Und jetzt bla 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 bla. Ziemlich sandig hier, findet ihr nicht auch? Oh ja, das findet ihr, denn ihr findet genau das gleiche wie ich, weil ich einfach der Beste bin, wie ihr seht, der Oberpro. Hier durchrushen ohne zu sterben, nur etwa 30 Mal. Und hier auch getroffen werde. Naja, nicht so wichtig. Wir müssen auf jeden Fall hier runter. Und jetzt uns bloß noch von den Boomerangs treffen lassen. Sehr schön. Und hier unten sollte dann die dritte Sternmünze sein, oder? Jupp, aber Moment. Zuerst hole ich mir noch die Ersatzfeuerblume. So, jetzt bin ich wieder groß. Und, hier rauf. Na gut, jetzt bin ich wieder klein. So, hier rauf. Okay, da. Dort ist sie. Komm. Spring. Spring schon. Oh. So, Moment. Sehr schön.
Und jetzt springen. Nee, nee, nicht laufen, springen. Mach schon, ach komm, mach schon. Ach, da ist er gesprungen. So, komm jetzt nochmal. 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 No. Ja, sehr schön, danke. Gut, wir haben keine Ersatzfeuerblume und wir haben auch keine normale Feuerblume, aber dafür haben wir die dritte Sternmünze. Sehr schön. Damit beenden wir das Level und den Part können wir jetzt hier an dieser Stelle auch beenden. Haben wir jetzt eine kalte Sternmünze im zweiten Level, in der zweiten Welt? Ja, sehr schön, wir haben alle Sternmünzen in der zweiten Welt. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Also bis dann, Leute, schönen Tag noch und tschüss.